ihr habt uns ja schon öfter geschrieben, dass wir mal ein Kettenfahrzeug oder ein Panzer oder sowas bauen sollen. Und weil demnächst Vatertag ist, haben wir gedacht, wir bauen das aus diesem alten Bollerwagen hier. Ich habe keine Ahnung, ob man so eine Kette irgendwie selber bauen kann. Jetzt erstmal finde ich die Räder so viel zu nah zusammen. Das bauen wir jetzt alles mal ein bisschen um und dann gucke ich mal, ob ich so eine Kette selber bauen kann. Es ist echt kein Wunder, dass sonst kein Mensch selber Ketten baut. Wir machen die Kette jetzt aus über 150 von den Teilen hier. Da kommen dann immer zwei von denen hier so dran und dann einer von denen hier durch. Und dann machen wir praktisch so ein Scharnier draus. Ja, ich glaube, das wird eine ganz schöne Menge Arbeit. Also das ist jetzt das erste, davon brauchen wir jetzt noch ganze 150 Stück. Beim Kettenfahrzeug müssen wir ja beide Ketten unterschiedlich antreiben können. Das machen wir jetzt über diese Reibrollen hier. Die werden über die Ketten hier angetrieben. Und mit dem Hebel können wir dann gegen das Rad pressen und so das ganze Ding antreiben. Wir haben jetzt hier wieder so einen 6,5 PS Benzinmotor drauf, weil der Panzer muss ja schon ein bisschen Krach machen. Den Motor hatten wir schon mal bei unserer Winde verwendet. Und da hat er sich eigentlich immer ganz gut bewährt. Den kriegt man auf Amazon auch relativ günstig. Den haben wir euch nochmal unter dem Video verlinkt jetzt. Genau, dann machen wir jetzt mal den ersten Test. Und zwar haben wir jetzt erstmal keine Ketten drauf, weil wir mal sehen wollen, ob das Ding überhaupt so fährt mit dieser selbstgebauten Kupplung hier. Ich bin mal gespannt. Also fahren tut das Ding ja schon mal ganz gut, würde ich sagen. So wirklich lenken kann es noch nicht, weil jetzt noch keine Ketten drauf sind. Und die Höchstgeschwindigkeit haben wir jetzt so auf 20 km/h begrenzt, damit es halt insgesamt eher stark ist als schnell. Das passt ja beim Panzer eigentlich ganz gut. Dann machen wir jetzt als nächstes noch ein paar Räder drauf, damit die Kette noch besser geführt wird und noch ein paar Verstärkungen, damit das Ganze auch wirklich stabil ist. Zum Lenken müssen wir dann ja eine Kette bremsen können. Das machen wir jetzt mit diesem Stopper hier. Wenn man den Hebel jetzt nach vorne bewegt, kann man bremsen und so hier Gas geben. Ja, dann kommen jetzt eigentlich die Ketten drauf. Also ich finde, der Panzer sieht so auf jeden Fall schon mal ziemlich geil aus. Damit es ein richtiger Panzer wird, fehlt aber noch ein bisschen was. Genau, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was wir noch verbessern können, dann schreibt es mal in die Kommentare. Im nächsten Video seht ihr dann, wie wir richtig damit fahren. Also vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren.